Also jetzt für alle nochmal, ich darf jetzt eben das Gespräch mit der Susanne Sackl-Scherie führen, die an der FH Joanneum in Graz arbeitet und im Bereich Journalismus und Digitalisierung und eben auch Social Media forscht. Susanne, vielleicht kannst du gleich mal so deinen Arbeitsalltag ein bisschen erklären, was du so machst, also jetzt vor Corona oder auch während Corona, was so alles deine Aufgaben sind dabei. Sehr gerne. Also grundsätzlich läuft es mit Corona gleich wie eh und je. Es lässt sich ja sehr gut jetzt online alles machen, was man an einer Uni oder FH macht. Und ich bin an der FH Joanneum jetzt seit 2016 angestellt, wie du schon gesagt hast, am Institut für Journalismus und PR. Und bin hier in der Lehre tätig, aber auch in der Forschung. Und in der Lehre bin ich sehr soziologisch unterwegs, das heißt, ich bin vor allem für empirische Methoden zuständig, aber auch für Medientheorien bzw. Medien und Gesellschaft. Da würde ich sagen, 80%, was ich da irgendwie unterrichte, hat mit meinem Soziologiestudium zu tun. Genau, und in der Forschung bin ich eben tätig im Bereich Social Media und Web Literacy. Und da machen wir immer sehr, sehr viele Projekte parallel. Also das hat auch der Gunnar ja vorher gemeint, Privatwirtschaft macht sehr, sehr viel. Und die FH ist im Endeffekt auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das zwar vom Land getragen wird, aber man erkennt da schon sehr viel Unternehmerisches, sagen wir mal so. Das heißt, ich mache sehr viel Forschungsprojekte parallel, aktuell gerade zum Beispiel zum Thema Online-Hate Speech, beziehungsweise zur Digitalisierung der Arbeitswelt oder zu Youth Participation bei sozialen Medien. Das heißt, was mir sehr gut gefällt, ist, es ist sehr praxisorientiert und das ist vielleicht die einzige Schwierigkeit aktuell. Also empirische Forschung zu Corona-Zeiten ist gerade ein bisschen auf Eis gelegt. Genau. Aber generell natürlich spannend, weil du da ganz am Zahn der Zeit bist, auch mit Social Media und so. Weißt du, dass bei uns im Institut auch immer so diskutiert wird, dass man da mehr machen sollte? Ja, wahrscheinlich wichtig, ja. Ja, und kannst du dann ein bisschen erzählen, wie so dein Werdegang war? Also du hast eben an der Uni Graz studiert. Was hast du da für einen Abschluss gemacht und wie ist es danach weitergegangen? Also bei mir hat es ja ganz anders angefangen. Ich habe ursprünglich Musikwissenschaft studiert. Das heißt, ich habe eben einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund und einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und habe mit Soziologie begonnen, als ich bemerkt habe, dass das geisteswissenschaftliche Studium zu wenig Methodenausbildung bietet. Das heißt, ich habe wirklich mit dem Ziel Soziologie begonnen, etwas über Methoden zu lernen, weil ich mich halt sehr stark für Musiksoziologie, also für wie erleben Menschen ihren musikalischen Alltag, wie schaut es aus, wenn Leute auf Konzerte gehen, was ist da die Motivation dahinter und vieles mehr. Das hat mich halt sehr interessiert, das war mein Schwerpunkt und weniger Beethoven und Mozart. Und so ist es dann gekommen, dass ich Soziologie studiert habe. Und im Nachhinein war ich sehr, sehr froh, weil Soziologie hat genau das mir gebracht, was ich gebraucht habe, nämlich eine super vielfältige Methodenausbildung. Genau. Und insgesamt habe ich sehr viele unterschiedliche Studienabschlüsse gemacht. Das war jetzt eigentlich gar nicht der Plan. Das hat sich irgendwie so ergeben durch gewisse Angebote. Das heißt, ich habe Diplom und Doktorat in Musikwissenschaft und Bachelor, Master in Soziologie. Genau. Und das hat sich halt so ergeben, weil ich dann irgendwie immer parallel damit begonnen habe. Also während dem Diplomstudium habe ich mit dem Bachelor begonnen. Bei beiden habe ich gedacht, das war's dann. Und dann sind halt Leute an mich herangetreten, ob ich nicht doch noch weitermachen will. Und so ist es dann gekommen. Aber insgesamt habe ich auch relativ lange studiert, also von 2002 bis 2014. Und nebenbei auch immer schon gearbeitet. Das kann ich dann ja gerne auch noch ausführen. Genau. Aber so sind einmal die Studien und gerne kann ich da später die Vor- und Nachteile von diesen Bereichen und auch von der FH, wo ich ja jetzt auch in den Studienalltag Einblicke habe, noch näher ausführen. Ja, sehr gern, sehr gern. Also das heißt, wenn du das vorher angeschnitten hast, zum Doktorat bist du eigentlich gekommen, weil jemand auf dich zukommen ist und dir das vorgekommen hat. Ganz so nicht. Also es war irgendwie ja so eine Mischung, wenn ich mich da richtig erinnere. Also in der Musikwissenschaft muss man sagen, bei mir haben 20 Studierende begonnen, 2002, und womöglich haben nur 10 Studis abgeschlossen davon.
Das heißt, es ist ein sehr kleiner Kreis und wenn man halt irgendwie dabei bleibt und halt ein gewisses Thema, eine Leidenschaft teilt mit irgendjemandem, der unterrichtet oder dort forscht, dann ist es ziemlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man danach gefragt wird, ob man nicht doch noch ein Doktorat machen möchte. Und so war es bei mir, wobei Doktorat machen heißt bei mir, es war gratis. Also es war einfach ein normales Studium in meiner Freizeit. Also ich war nie Uni-Assistentin, was man ja auch sein könnte. Und habe das im Endeffekt in meiner Freizeit, es war meine Freizeitforschung, was für mich im Nachhinein aber auch gut war, weil ich dann ein Thema beforscht habe, das mich wirklich interessiert, ohne dass mir da jemand viel dazwischenreden kann. Also ich habe ja über Gender-Aspekte in der Grazer Metal-Szene promoviert und das ist, da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, bis heute irgendwie auch so, dass das, wie der Gunnar das vorher gesagt hat, das sticht halt in meinem Lebenslauf raus, wenn ich mich wo bewirb, dann werde ich immer in allen Bewerbungsgesprächen auf Metal angesprochen. Das heißt, das verfolgt mich seitdem, was aber auch gut ist, weil es außergewöhnlich ist, genau. Aber im Endeffekt habe ich da andere Tätigkeiten nebenbei immer gebraucht, um mir das Doktoratsstudium zu finanzieren. Das heißt, ich habe immer relativ unterschiedliche Sachen neben den Studien dann auch gearbeitet. Genau. Ja, vielleicht sprechen wir gleich drüber. Also was, das hat dich ja dann quasi gezwungen, nachdem du ein unbezahltes Doktorat gehabt hast, nebenbei eben auch zu arbeiten. Was hast du da so für Jobs gemacht? Waren die schon irgendwie jetzt relevant für das, was du heute machst? Und wie ist es dann nach dem Doktorat weitergegangen? Also was ich lange gemacht habe, war Nachhilfe geben. Ist jetzt vielleicht weniger spannend, aber im Endeffekt mache ich heute noch immer das Gleiche, weil ich ja als Lehrende dann teilweise fühle ich mich manchmal in einer ähnlichen Rolle, muss man auch dazu sagen. Und was ich gemacht habe, war 4 Jahre lang war ich in der Jugendarbeit tätig. In meinem Heimatort in Bernbach war ich in der Jugendorganisation angestellt und da war ich zuständig auch für Medienarbeit, für Veranstaltungsorganisation, für die Webseite und für vieles mehr. Also das erinnert mich an das, was der Sebastian vorher schon gefragt hat oder erzählt hat. Das heißt, ich war da geringfügig angestellt, also sehr viel Geld hat da auch nicht rausgeschaut und es war viel Arbeit, aber natürlich war im Lebenslauf dann schon relativ viel drinnen, weil es ja unterschiedlich war. Genau, also das war auf jeden Fall super. Und soziale Arbeit begleiten, da habe ich dann auch versucht, wieder mal reinzukommen. Also, dass ich nach wie vor in der Uni bin, ist eher ein Zufall. Also, ich habe immer wieder versucht, rauszukommen, habe dann aber relativ schnell bemerkt, dass man mit am Doktorat sich da nicht mehr so leicht tut. Das heißt, vielleicht auch als kleiner Hinweis, nur zu promovieren, weil es Spaß macht, so wie es meine Idee war, ist vielleicht auch nicht immer positiv, weil man dann doch sehr stark auf, vor allem zum Beginn, auf Wissenschaft und Lehre irgendwie ausgerichtet ist. Genau. Und so hat es bei mir dann auch eigentlich begonnen bis heute. Also ich unterrichte an diversen Unis seit 2009. Und da hat mir auch das Soziologiestudium dabei geholfen, den Einstieg zu finden, weil meine ersten Lehrveranstaltungen waren auch empirische Methoden für Musikwissenschaften. Das heißt, da wurde halt gesehen, okay, die hat jetzt auch einen Bachelor in Soziologie, uns fehlt Methodenkompetenz, es ist gerade der Lehrauftrag frei. Und deswegen bin ich dann gefragt worden, weil ich halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, würde ich mal so sagen. Und so ist es mir dann auch gegangen am Institut für Soziologie. Da war ich dann ab 2010 in einem Forschungsprojekt angestellt im Bereich Geschlechtersoziologie bei Angelika Wetterer. Und da war es eigentlich ähnlich. Also Angelika Wetterer hat jemanden gesucht, der für sie arbeitet, hat das mit den Kolleginnen besprochen und die Katharina Scherke hat mich dann empfohlen, weil ich mit ihr kurz davor gerade was zu tun hatte. Genau, also das ist eh auch schon ein bisschen angesprochen worden und das ist schön, wenn es passiert. Es passiert aber natürlich nicht immer auf diese Art und ja, also das kann man ja nicht steuern, das ist dann wirklich Zufall. In die jetzige Position bin ich gekommen, ohne dass ich jemanden kenne. Also ich habe niemanden gekannt an der FH, also auch das ist dann durchaus möglich. Mhm. Was würdest du sagen, war ausschlaggebend, dass du in die Position gekommen bist, in der du jetzt bist? Ich habe vorher überlegt, was da die Gründe sein könnten. Also was auf jeden Fall wahr ist, ich habe mir überlegt, was habe ich schon alles jemals gemacht, was mit Medien zu tun hat.
Und wirklich jede Kleinigkeit, die ich gefunden habe, sozusagen, habe ich dann in ein schönes Schreiben verpackt. Und da habe ich eben tatsächlich auch angefangen, eben bei der Jugendarbeit und meiner Medienarbeit dort, dass ich das auch schon gemacht habe in der Praxis, weil das ja auch für die FH sehr wichtig ist, bis hin zu eben in meiner Dissertation kommen soziale Medien am Rande vor, aber ich habe es natürlich trotzdem reingeschrieben. Das heißt, ich habe wirklich auch jede Seminararbeit oder Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer, Medien ist halt auch so, das kommt halt sehr häufig vor in der Soziologie, ohne dass man das bewusst weiß, und ich habe das dann halt versucht, gut zusammenzufassen und zu bündeln. Und das hat, glaube ich, ganz gut gepasst, und natürlich die soziologische Bildung, weil man mit den Soziologiemethoden im Endeffekt ja jedes Thema forschen kann. Mhm. Ja. Ja, der Gunnar hat das vorher eh schon so schön gesagt, dass man eben stolz auf das sein muss, was man schon geschafft hat, und das dann eben auch alles erwähnen. Ich möchte noch von vorher einhaken, weil du eben das mit dem Doktorat gesagt hast, dass man sich dann klar sein muss quasi, dass man dann schon in eine gewisse Richtung geht. Wir haben es jetzt in den letzten Abenden immer wieder mal besprochen, ob ein Doktorat generell Sinn macht. Was würdest du da sagen? Was ist deine Einschätzung? Also ich nehme an, wenn man am Hochschulsektor bleiben will, dann natürlich. Ansonsten würdest du ein Doktorat empfehlen? Eine sehr schwierige Frage, über die ich schon lange nachgedacht habe. Also grundsätzlich, wenn man an der Uni bleiben will, muss man Doktorat machen. Für mich war es aber immer wieder so, in vielen Phasen meiner Karriere oder meines Lebens, dass ich immer wieder, ich habe auch Wissenschaftssoziologie gemacht und habe das universitäre System im deutschsprachigen Raum erforscht für viele Jahre. Und da habe ich dann relativ schnell bemerkt, wie prekär das universitäre Umfeld ist. Das heißt, man muss, also das war mein Eindruck da vor 10 Jahren, wenn ich jetzt Wissenschaftlerin sein möchte, dann muss ich ständig umziehen, kann keine Familie haben. Also jetzt ganz, also ich bin halt auch ein bisschen dramatisch bei solchen Dingen und kann keine Familie haben. Ich muss meinen Freundeskreis verlassen etc. etc. Und muss, also ich habe viele Wissenschaftlerinnen kennengelernt, die dann 50, 55 waren und noch nie eine befristete Stelle hatten und ständig umziehen mussten. Und das hat mich dann irgendwie so frustriert, weil ich das erforscht habe, dass ich eben probiert habe, da rauszukommen. Aber irgendwie war ich dann halt auch schon mit meiner Promotion fertig. Und dann hat es, ja genau, jetzt ist es ein bisschen anders. Also ist es jetzt so, vielleicht auch als Nebensatz, wir werden nur noch bis Ende Februar an der FH arbeiten. Genau, aber egal. Und jetzt sehe ich so, dass das Doktorat mir viele Freiheiten bringt. Also es ist für mich jetzt möglich, mit Doktorat ganz alleine Forschungsanträge zu stellen. Und ich bin sehr unabhängig und flexibel und kann relativ schnell, also jetzt das, was mich früher irgendwie in den Wahnsinn getrieben hat, die Unsicherheit, das finde ich jetzt gerade wieder sehr spannend. Und mit einem Doktorat und ein paar Jahren Forschungserfahrung und Lehrerfahrung ist man dann sehr flexibel. Genau, also wenn man wirklich Forschung machen will, ja, auf jeden Fall, aber auch wenn man nicht Forschung machen will, also wenn man dann ein gewisses biologisches Alter erreicht hat, das spielt halt irgendwie einmal rein. Ich war unter 30, als ich promoviert habe, und da war ich zwar promoviert, aber ich habe den Eindruck gehabt, weil ich halt auch immer legerer gekleidet bin, dass das nicht ganz für voll genommen wird, unter Anführungszeichen. Und ich habe bemerkt, je älter ich werde, da wird es dann auch, dann passt es irgendwie besser zur Persönlichkeit, und man bekommt dann halt Jobs, leichter irgendwelche Jobs, wo das Doktorat dann durchaus auch was bringt. Also dass du sagst, du machst halt irgendwelche, du bist der Vorsitzende, die Vorsitzende von irgendeinem Verein. Da bringt das Doktorat viel, weil man Anträge schreiben muss, auch Anträge schreiben muss, um Gelder einzuwerben. Und da ist es sicher kein Nachteil in Österreich, wo Titel leider noch immer so viel wert sind, wenn man Doktorat hat. Genau, im Bildungsbereich allgemein bringt sicher was, auch nach wie vor. Aber im Sozialbereich zum Beispiel ist man sich sicher überqualifiziert mit einem Doktorat. Also, oder ja, genau. Mhm. Ja, jetzt hast du viel Interessantes gesagt. Wir haben ja auch schon die Anja Eder da gehabt vom Soziologie. Die hat das auch bestätigt, dass man halt entweder sehr viel Glück haben muss oder halt sehr flexibel sein muss, einfach in der wissenschaftlichen Karriere, und dass das halt ja, frustrierend sein kann, wie du es gesagt hast.
Darf ich dich fragen, was dann so die weiteren Pläne bei dir sind, wenn es schon welche gibt, jetzt nach Februar dann? Die weiteren Pläne, also ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, für die nächsten Jahre Wissenschaftlerin zu bleiben. Ich kann jetzt endlich irgendwie dann doch anfreunden mit dieser Rolle, weil ich sozusagen jetzt gewisse Dinge auch im Lebenslauf habe und erledigt habe, um selber Forschungsanträge ganz alleine zu beantragen. Also da braucht man jetzt nicht nur Doktorat, sondern man braucht auch peer-reviewte Publikationen und so weiter. Und das hätte ich jetzt das erste Mal richtig gut. Und deshalb ist jetzt mein Plan, einen Forschungsantrag einzureichen und dann in den nächsten Jahren einmal wieder zur Abwechslung mit mir alleine und zu forschen. Also jetzt ist es nämlich so, das habe ich schon kurz angedeutet, sehr, sehr stressig. Man hat sehr viele Projekte parallel und hat immer unterschiedliche Forschungsgruppen. Und das ist wirklich das, wo ich sage, das ist auf Dauer nichts. Also das ist für mich wirklich sehr anstrengend, weil man jeden Tag 5-mal hin und her switchen muss und man hat Deadlines, die zusammenfallen und man hat eigentlich, seit ich an der FH bin, habe ich einen Dauerstress und würde sagen, 3-mal so viel Stress als an der Uni. Und ich habe doch auf der Uni auch sehr viel gearbeitet schon. Und das ist für mich jetzt gerade nicht mehr so attraktiv und für mich stellt sich das gerade so paradiesisch dar, dass ich jetzt einfach einmal nur ein Thema forsche. Und wenn alles gut geht, gehe ich auch wieder zurück in die Metal-Forschung und werde soziale Medien und Metal erforschen. Aber das wird man sehen. Sehr cool, sehr cool. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch eine große Forschungslücke wahrscheinlich noch gibt. Sehr richtig. Ja, du hast es vorab schon ein bisschen angesprochen, auch dieser Unterschied Uni und FH und so. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, weil du eben jetzt bei beiden schon Einblicke gesammelt hast, vielleicht auch im Studium oder dann eben auch bei der Arbeit nachher, wo für dich da die größten Unterschiede sind oder auch Parallelen? Sehr gerne. Also was ich sagen muss, also wie ich selbst Soziologie studiert habe oder dann selbst auch am Institut tätig war, war für mich oft die Hoffnung, irgendwann muss das, was ich tue, mehr Praxisrelevanz haben. Das hat die FH natürlich auf jeden Fall. Also sowohl in der Forschung ist es sehr, sehr wichtig, immer Themen zu erforschen, die eben am Puls der Zeit sind und wirklich der Praxis was bringen. Und das ist aber am Institut für Soziologie im Großteil aber auch so, muss man fairerweise sagen. Da habe ich eher im Rückblick ein bisschen das Problem gehabt mit Geisteswissenschaften. Das ist aber mein Problem, weil ich finde Geisteswissenschaften sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch sehr, sehr froh, ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht zu haben. Weil, also wenn ich es mir noch einmal aussuchen könnte, würde ich es genau gleich machen. Weil ich finde, an der Uni hat man einfach so viel mehr Freiheiten. Man kann sich Themen wählen, die einen selbst interessieren. Man kann sich Lehrende aussuchen, die man vielleicht spannender findet. Und ist einfach nicht mehr in so einem Klassenkontext. Also ich finde, in der FH hat man halt wirklich 3 Jahre lang sitzt man mit denselben 40 Leuten zusammen, im Bachelor-Journalismus beispielsweise. Und das ist wirklich auch beim Unterrichten, man merkt, das ist halt wie ein Klassenverband, als ob man an der Schule ist. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, das ergibt sich dann halt einfach so. Und da bin ich schon froh, dass ich selbst meinen Stundenplan zusammengestellt habe und da lernt man einfach auch so viel. Das finde ich wirklich im Kontrast sehr, sehr schön. Also ich würde, wenn ich noch einmal auf die Welt kommen würde, nicht an der FH studieren, muss ich sagen. Genau, weil ich finde, dass man diese Freiheit einfach überhaupt nicht hat und die ist mir persönlich sehr wichtig. Für andere Menschen, die wollen lieber irgendwie was Getaktetes vorgegeben haben und wissen, dass sie in 3 Jahren fertig sind. Also das ist ja auch so eine Geschmackssache. Und was an der FH auch ist, also die Praxisrelevanz ist eben da, aber auch da gibt es Schattenseiten, würde ich jetzt einmal sagen. Man muss halt auch viel machen, was einem vielleicht nicht interessiert. Also man hat halt auch Auftragsprojekte und auch bei den Studierenden, man hat halt viel Praxisrelevanz. Aber viele Auftraggeber kann man sich halt überhaupt nicht aussuchen. Das heißt, man lernt zwar viel in der Praxis, aber bei mir zum Beispiel habe ich immer wieder bemerkt, dass es dann schwierig ist, weil wenn man halt für Auftraggeber arbeitet, die man im privaten Umfeld halt so gar nicht mag, also das kann jetzt politisch bedingt sein, also jetzt nicht parteienmäßig, aber doch so Geschichten, die in meinem Privatleben mir jetzt nicht so gefallen. Und das sehe ich aber auch bei Studierenden, dass es gewissen Studierenden da auch Bauch bereitet, wenn sie da ständig für jemanden was machen müssen, sozusagen.
Das ist, würde ich jetzt in der Soziologie nicht sehen. Da gibt es ja die Forschungspraktika und die finde ich im Kontrast eigentlich echt nach wie vor super. Genau. Ja. Die sind schon öfter hervorkommen worden, dass das eben ganz wichtig ist, dass es die gibt. Ja, sonst, was wir jetzt mit Gunnar auch besprochen haben, hast du nach deinem Studium dann noch andere Soziologen, Soziologinnen in der Berufswelt getroffen? Ich glaube, Gunnar hast du ja auch dann nachher wieder getroffen. Also wie ist dieses Netzwerk, was ja bei der Uni viel loser ist, aber ja, trifft man sich da, wie läuft das? Ja, schon. Grundsätzlich bei mir natürlich auch, weil ich am Institut dann auch gearbeitet habe. Insgesamt wahrscheinlich von 2010 bis 2016 immer wieder, also relativ lange. Das heißt, viele, die mit mir gerade fertig waren mit dem Master, haben dann auch am Institut gearbeitet und mit denen bin ich schon bis heute in Kontakt. Das heißt, teilweise haben wir dann auch gemeinsam irgendwelche Veranstaltungen organisiert, die jetzt nicht unbedingt mit Forschung oder so zu tun haben, sondern auch Kulturveranstaltungen. Oder man trifft sich, um gemeinsam Lehrveranstaltungen zu machen. Und viele habe ich schon durchaus auch im privaten Umfeld aus der Soziologie. Aber man trifft sie, also, aber ich bin halt natürlich jetzt auch sehr nahe dran, muss man sagen. Mhm. Genau. Ja, und was wir auch immer fragen, ist eben die Frage nach der Bezahlung. Ich hast du schon gesagt, die Frage ist halt eher privatwirtschaftlich, aber läuft es da auch nach Kollektivvertrag oder was kann man da an einer Stelle in deiner Position so erwarten monatlich? Das ist eine spannende Frage, die, nachdem das Gespräch aufgezeichnet wird, eine schwierige Frage. Na, Scherz. Also grundsätzlich ist es so, jetzt, wenn ich sage, ich bin Wissenschaftlerin, dann ist es so, wie es der Gummer gesagt hat, es gibt eben den KV. Und daran orientieren sich bis auf die Fachhochschulen alle Universitäten. Das heißt, eingestiegen bin ich damals in einem Projekt als Pre-Doc ohne Doktorat. Da verdient man für 30 Stunden nach wie vor, glaube ich, ist das sehr ähnlich, ca. 1700 netto. Genau. Und mit Doktorat verdient man ein bisschen mehr. Also eben, wie der Gunnar auch schon gemeint hat, reich wird man natürlich jetzt nicht im Verhältnis zu anderen Jobs. Und da habe ich jetzt auch Einblicke über die FH. Also ich glaube, der Patrick Hart war auch schon da, was ich gesehen habe. Ja. Der ja so ein Forschungsinstitut hat. Und ich weiß einfach, weil ich mit ihm gerade in einem Projekt arbeite, Leute, die privatwirtschaftlich arbeiten, haben teilweise einen dreimal so hohen Stundensatz wie ich. Also die müssen natürlich eine Infrastruktur noch aufbauen und bezahlen und sind viel unsicherer angestellt, weil sie von der Auftragslage abhängig sind. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Aber ich sage, also im Kontrast würde ich jetzt sagen, ja, genau, für die Arbeit, die man dann auch macht. Aber ich würde sagen, je nachdem, wie lange man halt schon angestellt ist, ob man Doktorat hat oder nicht, wird es immer zwischen 2.000 und 2.800 Euro liegen. Also viel mehr ist jetzt wahrscheinlich nicht drinnen. Und Professuren, wenn man das anstreben sollte, liegen jetzt brutto auch bei 4.500. Also da bleibt jetzt sicher nicht mehr so viel übrig wie vor 20 Jahren, wo Institutsleiter noch 10.000 Euro verdient haben. Aber ist auch gut so. Also meiner Meinung nach ist es jetzt auf jeden Fall gerechter verteilt als vor dem UG 2002. Mhm. Genau. Ja, ich denke, es ist immer noch ein ganz gutes Gehalt. Viele gehen ja da mit ganz falschen Ansichten ran, was man als Soziologe, Soziologin nachher mal verdient und ganzen Witze mit Taxifahrern und so. Also ich glaube, es ist durchschnittlich gut und es ist dann halt auch eine sichere Geschichte. Also gerade wenn es einen Kollektivvertrag gibt, es wird immer so sein, du kannst nicht unterbezahlt sein. Kollektivverträge in vielen anderen Branchen sind ja unter aller Sau, um das mal so auszusprechen. Viele meiner natürlich auch Musikwissenschafts-Friends sind im Kunst- und Kulturbereich tätig. Also es ist ein Wahnsinn und eine Frechheit, dass da bezahlt wird. Und da gibt es aber auch Kollektivverträge teilweise. Ja, und da sind auch Leute, sehr viele Leute tätig, die auch studiert haben. Genau. Also von daher glaube ich jetzt auch, wenn man jetzt an der Uni, egal in welchem Fachbereich angestellt ist, ist das sicher kein schlechter Verdienst. Aber eben, ich habe jetzt bemerkt, an der FH,
dass das für viele, die halt in einer anderen Praxis arbeiten und auch Soziologie studiert haben, also auch Kollegen aktuell am Institut sind Soziologie-Absolventen, Absolventinnen, und die sind nebenbei in der Praxis tätig und verdienen dort halt auch viel, 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 viel mehr und sind aber an der FH auch schon besser eingestuft als ich. Also das heißt, genau, wenn man das vergleicht, ist es jetzt schlecht unter Anführungszeichen, ich fühle mich trotzdem reich, also ich kriege noch immer so viel Geld, dass ich eigentlich nicht ausgehen kann, aber das ist halt auch wieder Persönlichkeitsgeschichte. Ja, sicher, sicher, absolut. Ja, meine bald schon abschließende Frage wäre noch so, was du generell besonders jetzt vom Soziologiestudium mitnehmen hast können, also für deinen Job, aber vielleicht auch persönlich, also wie auch im Grundakrebs, wie wichtig sind die Theorien, das ist vielleicht bei dir mehr, könnte ich mir vorstellen, die Empirie natürlich auch und die ganzen Soft Skills, die man sonst so lernt. Ja, voll. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist, dass man die Klassiker, also ich war schon einmal bei so einem Absolventinnen-Gespräch, also da habe ich immer das Gefühl, die sagen alle das Gleiche. Es ist natürlich so, dass die Methoden das Einzigartige sind in der Soziologie und dass man den Methodenmix hat, das ist halt wirklich super, weil man kann halt in meiner jetzigen Tätigkeit kann ich halt eine Online-Umfrage genauso durchführen, die Hand und Fuß hat, wie eine Feldstudie. Also es ist halt wirklich super, dass man so breit aufgestellt ist methodisch und ich finde eben durch die Forschungspraktika und durch die vielen Seminararbeiten, die vielleicht im Studium nerven, man lernt da halt schon sehr, sehr viel. Und Theorien natürlich genauso. Also was ich auch bemerkt habe, ist, also zu meiner Zeit, als ich Soziologie studiert habe, das ist ja jetzt schon über 10 Jahre her, war es sehr marxistisch ausgerichtet, also das Theoriekonzept. Und das begleitet mich im Endeffekt schon bis heute, also weil die marxistischen Theorien ja andere Theorien sehr stark beeinflusst haben, also Geschlechtertheorien, Cultural Studies oder kultursoziologische Geschichten. Und das habe ich irgendwann vor kurzem nochmal bemerkt, das ist eigentlich so, das zieht sich halt durch alle Theorien durch, die ich verwende und für die ich mich interessiere. Und das ist sehr, sehr stark vom Grazer Soziologie-Curriculum und von den Leuten, die damals unterrichtet haben, geprägt. Also das merkt man schon auch im Kontrast zu Wien oder zu anderen Orten, also dass Graz sehr, sehr marxistisch einfach ist. Also würde ich jetzt einmal behaupten. Zumindest ja, die Lehrenden, die ich hatte. Kann gut sein, ja, es hängt sicher auch sehr von den Lehrenden ab. Ich glaube, ein paar Kandidaten, die mir da einfallen, sind mittlerweile auch schon nicht mehr da, aber das kann gut sein. Weil wir gerade dabei sind, weiß nicht, wie sehr du dich mit den anderen Instituten in Österreich auskennst, weißt du, was das Grazer Institut vielleicht besonders ausmacht, jetzt auch im Vergleich zu Wien? Also, was ich weiß, sind wir ja eher praxisorientierter oder empirischer. Genau, also das würde ich jetzt auch sagen, schon finde ich auch, dass das eben das Methodenangebot in Graz einfach schon sehr, sehr vielfältig ist. Und dass darauf auch Wert gelegt wird, dass da auch immer, jetzt ist ja auch eine Stelle ausgeschrieben gewesen, so in der zufällig gesehen, wo eben quantitativ und qualitativ verknüpfend und so weiter, Mixed Methods, was auch immer, dass das sehr wichtig ist und in den Forschungspraktiken ja auch immer angesprochen wird. Also das finde ich auf jeden Fall. Ansonsten ist Graz ein großes Institut, würde ich jetzt einmal sagen. Also auch an der Uni Graz ist ja das Institut für Soziologie sehr groß. Und dadurch ist es halt auch sehr vielfältig. Also ich habe schon diese Vielfalt mitgenommen, auf jeden Fall. Für die bin ich froh, weil man dann trotzdem sehr viel unterschiedliche kleine Einblicke erhält, die man sich in anderen Studien halt nicht bekommt. Mhm. Yes. Genau, was ich noch gerne besprechen möchte, wären eben so Soft Skills, die man im Studium lernt. Vielleicht auch die eben besonders für die Uni sind im Vergleich zur FH oder auch generell das Soziologiestudium oder Musikwissenschaftliches Studium. Ja, eben was ich an der FH vermissen würde, sozusagen, wäre, dass du halt überhaupt selbst wenig organisieren musst. Also ich finde eben schon, was mir jetzt sehr, sehr viel bringt, ist, dass man halt einfach selbst sich um alles kümmern muss, wenn man an der Uni studiert. An der FH ist es halt wirklich so ein bisschen kundenorientierter, kundinnenorientierter. Finde ich persönlich ein bisschen kritisch, aber es ist jetzt auch wieder meine persönliche Perspektive. Es ist schon ganz gut, wenn man sich selbst kümmern muss. Man lernt halt schon viel. Das finde ich nach wie vor toll. Und Soft Skills, also was ich wirklich auch finde, dass man sehr, sehr gut schreiben lernt, weil man eben viel schreiben muss, präsentieren lernt.
Aber das ist wirklich im Soziologiestudium schon gut gewesen, im Verhältnis auch zu anderen Studien, wo ich auch unterrichtet habe. Finde ich, das sollte man schon ganz gut lernen. Und das merke ich auch, wenn ich Leute treffe, die Soziologie in Graz studiert haben, dass, wie man eine Seminararbeit schreibt, wie man einen roten Faden durch einen Text legt, dass das von sehr vielen beherrscht wird. Genau. Und auch, wie man ein Forschungsprojekt anlegt beispielsweise oder Projekte generell, das muss ja nicht ein Forschungsprojekt sein. Also das lernt man sicher sehr, sehr gut. Ja, super. Ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage, nämlich was du jetzigen Soziologiestudierenden im Studiengrad raten würdest in Bezug auf die Arbeitswelt. Auf was sollte man vielleicht schon Wert im Studium Wert legen? Auf was kommt später an? Auf was eher nicht so? Genau, also was der Gunnar ja auch schon ein bisschen angesprochen hat, das erwähne ich nur kurz, ist, dass man vieles nebenbei machen könnte, wenn man will, ehrenamtlich und so weiter. Ich finde es aber viel spannender, weil ich da auch immer denke, es hat nicht jeder eben Zeit für Ehrenämter, für Praktika oder für sonst was. Da sehe ich auch immer kritisch, dass man das Studierenden ratet, dass man so viele Praktika als möglich machen soll. Man kann sich gerade im Soziologiestudium, finde ich, auch Freiräume schaffen, weil man so viel Seminararbeiten hat bei unterschiedlichen Leuten, kann man sich auch auf ein, zwei Themen, die einen besonders interessieren, spezialisieren. Also das ist das, was ich eigentlich gemacht habe, ohne es damals zu wissen. Also ich habe mich sehr, sehr stark auf die Geschlechterforschung spezialisiert, die mich bis heute begleitet und habe da eben viel gemacht, Lehrveranstaltungen, Seminararbeiten, auch meine Masterarbeit hat und meine Dissertation, die haben beide einen Schwerpunkt in der Geschlechterforschung. Und das Zweite war dann halt natürlich die Metal-Forschung, die sich auch durchgezogen hat. Und das dann halt einfach so, oder man interessiert sich für soziale Medien, könnte ja auch sein. Man muss jetzt nicht unbedingt an der FH studieren, sondern man studiert halt Soziologie und interessiert sich für soziale Medien und versucht dieses Thema immer unterzubringen und hat dann darin einen Schwerpunkt. Also ich würde eher so raten, wenn man schon weiß, was für Jobs oder Themen interessant sind, dass man das probiert, kreativ für Vorträge, Seminararbeiten, Präsentationen, Forschungspraktika sich zusammenzusuchen. Es gibt ja eh wahrscheinlich nach wie vor so Wahlpflichtfächer, also das eben auf jeden Fall dann dafür nutzen, um zu überlegen, ob das für meinen zukünftigen Traumjob brauchbar ist, weil das steht dann im Zeugnis, das kann man dann sehr, sehr gut ausweisen, wenn man so ein Anschreiben macht. Genau, aber das vielleicht aber dabei nicht nur daran denken, was ist gewinnbringend, sondern das zu machen, was einem halt Spaß bereitet. Also alle haben damals gesagt, du schreibst da dies über Metal, du spinnst, du wirst nie einen Job finden. Und im Endeffekt war es eben, wie ich schon anfangs erwähnt habe, genau der Unique Selling Point oft, wenn man das marktwirtschaftlich ausdrücken will, weil es halt auffällt. Und ich bin selbst jetzt bei vielen Bewerbungen dabei gewesen, einerseits für Studierende, andererseits aber auch für Jobs. Und da ist es so, man liest, man bekommt teilweise 50 Bewerbungen. Das kennt man durch, so wie es der Gunnar gesagt hat, auch was passt zum Profil und was nicht. Die Noten, würde ich sagen, sind meistens tatsächlich auch unwichtig. Wichtig ist eher, also es ist zum Beispiel, kommt es nicht unbedingt positiv an, wenn man sich für Journalismus bewirbt, also als Studierende, wo man hat in Deutsch und Englisch einen Vierer. Das ist jetzt vielleicht, aber wenn es in Mathe einen Vierer hast, ist es halt eher wurscht, sagen wir es einmal so. Also sowas wird durchgescannt und ich vermute dann schon auch, dass man danach schaut bei Jobs, dass die Noten dann zumindest nicht ganz schlecht sind, die man halt sozusagen braucht. Genau. Aber ansonsten, ja, wirklich Themen, für die man sich interessiert, einfach im Studium unterbringen und das kann man dann sehr, sehr gut dann auch belegen in so einem Anschreiben oder auch schon im CV, also im Lebenslauf würde ich es auch immer schon hervorheben, alle Abschlussarbeitsthemen. Und also wir haben es eh schon vorher auch besprochen, jetzt so, also es wird jetzt natürlich, wenn man sich als Studierende bei der FH bewirbt, nicht so wichtig sein, aber generell die Connections zu anderen Leuten, wie wichtig würdest du das bewerten? Ja, also wie gesagt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, das habe ich halt schon sehr häufig beobachtet, also wenn jetzt gerade niemand, der bekannt ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann bekommt man vielleicht einen Job, so wie es mir in der FH gegangen ist. Ne?
Also ich habe wirklich eben niemanden gekannt, die waren noch nie an der FH Joanneum oder an einer anderen FH. Genau. Schwierig. Wenn jetzt jemand vom Institut selbst, der dort studiert hat, sich beworben hätte, hätte ich den Job wahrscheinlich nicht bekommen, weil natürlich die Nähe schon, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ich habe auch viele Bewerbungen gehabt, wo ich eine Absage hatte. Das ist halt auch irgendwie normal und nimmt man halt auch mit. Man passt teilweise halt auch überhaupt nicht ins Team. Also ich komme zum Beispiel bei so Vorgesetzten nicht gut an, die eher ruhig sind. Da bin ich halt meistens dann zu wild oder die haben dann Angst, dass sie mit mir jeden Tag Zeit verbringen, keine Ahnung. Aber das ist, manche passen halt gut zusammen und das habe ich schon mal bemerkt in den Bewerbungsgesprächen, dass es dann nicht nur um die schriftlichen Unterlagen geht, sondern einfach, wie ist der Eindruck, aber gar nicht, da geht es gar nicht so sehr um die Intelligenz oder die Fähigkeiten, sondern halt um die Sympathie. Das ist halt leider so, ne? Ja, also man muss ja dann doch irgendwie zusammenarbeiten auch. Ja, genau. Und vielleicht noch, was mir dazu auch noch wichtig ist, also nachdem ich selbst viel Geschlechterforschung gemacht habe und selbst einiges dann leider auch erlebt habe in Bezug auf Diskriminierung hinsichtlich des Geschlechts, wenn es um Gehaltsverhandlungen oder Positionen geht, da würde ich auch allen Frauen raten, nachdem ich gesehen habe, dass da durchaus einige da sind, sich auch davon nicht abschrecken zu lassen. Man ist da nicht alleine, sondern es passiert leider nach wie vor auch im Hochschulkontext sehr häufig. Und da würde ich auch sagen, da sind gute Netzwerke wichtig, aber gar nicht so sehr, um einen Job zu bekommen, sondern um zu sehen, dass man da nicht alleine ist. Also ich glaube, das ist nämlich nicht lustig, wenn man das Gefühl hat, das passiert jetzt mir, weil ich blöd bin oder keine Ahnung, sondern es passiert leider nach wie vor aufgrund des Geschlechts. Und ich bin ja jetzt auch eine Mutter von einem 2-jährigen Kind und da verschärft sich das dann auch noch einmal, wenn man auf einmal die Mutter ist, auch nur als Zwischenbemerkung. Hätte ich auch nicht erwartet, dass das heutzutage noch zu solchen komischen Meinungen, Ansichten kommt und man dann auf einmal im Job anders behandelt wird. Also das ist mir vielleicht auch wichtig als Vorbereitung, gar nicht zur Angst mache, sondern dass man sie einfach, wenn einem das passiert, denkt, okay, jetzt ist mir sowas passiert, hoffentlich passiert es mir nicht noch einmal, aber dass man da einfach sich nicht irgendwie schlecht fühlt, sondern das vielleicht auch ein bisschen immer aus so einer Perspektive betrachtet, wenn da komische Dinge passieren sollten. Ja, das ist schon arg, wenn man das halt heutzutage immer noch hört. Ja, aber es wäre doch interessant, wenn man ein Netzwerk hat, bei der Bezahlung zum Beispiel, wenn man auch fragen kann bei den anderen, genau. Was ist hier so, kann man da noch was aushandeln oder... Weil, also mir kommt vor, dass das schon auch ein Frauenthema ist, dass man sich da eben nicht traut, wirklich zu sagen, nein, ich möchte mehr für die Stelle oder so, was natürlich deine Einschätzung ist. Ja, aber natürlich. Also das ist leider nach wie vor so, weil sich das halt erst langsam verändert. Es hat sich ja schon viel getan, aber ich war selbst überrascht. Also an der Uni ist man noch ein bisschen im geschützten Raum, aber sobald man Fuß hinaus macht, merkt man, Geschlechterdiskriminierung ist schon noch sehr, sehr stark vorhanden, leider. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten drauf. Also das ist schon ganz gut. Also ich selbst habe dann auch schon 2, 3 Coachings gemacht, um das einfach noch einmal durchzudiskutieren. Oder auch, wenn man eben weiß, man hat eine Gehaltsverhandlung, dass man das dann auch tatsächlich übt. Das gilt natürlich für alle Personen. Wenn man wenig Erfahrung hat und das erste Mal in den Job geht, dann ist man sich da unsicher. Das hat Eta Gunnar auch gut ausgeführt. Und dass man da eben versucht, auch ja, da selbstbewusst reinzugehen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. Wäre das noch was, weil das ja auch beim Gunnar Thema war, was du dir wünschen würdest, was im Studium vielleicht gefehlt hat, dass man eben auf solche Dinge auch vorbereitet wird im Studium? Oder würdest du sagen, das hat im Studium weniger Platz? Ist jetzt, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist jetzt auch an der FH, wo es so praxisorientiert ist, nicht wirklich Teil des Studiums, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass jetzt so Sachen tatsächlich vorkommen. Ich glaube, das ist halt leider Learning by Doing. Also man muss halt dann zu Bewerbungsgesprächen gehen, um zu schauen, wie man sich selbst verhält. Also ich zum Beispiel tendiere dazu, blöde Scherze zu machen. Das weiß man aber erst, wenn man in der Situation ist. Oder ich habe auch schon Leute, die ich kenne, die dann bei Bewerbungsgesprächen mir gegenüber saßen und dann auf einmal total nervös waren und ich habe die Personen nicht wiedererkannt. Und je öfter, also da muss man einfach einmal ausgesetzt sein, glaube ich, damit man sich da selbst erkennen lernt in so einer Situation und das dann im Nachhinein reflektieren und schauen, wie, ja, was brauche ich, damit es mir das nächste Mal besser geht.
Aber ich glaube, was ganz normal ist, dass man da halt extrem unsicher ist am Anfang. Das hat der Gunnar auch gesagt. Und das kann, also ich kann nur sagen, was mir da immer hilft, ist, das auch tatsächlich zu üben und mich sehr, sehr gut vorzubereiten. In dem Sinne, dass ich auch die Institution versuche, gut kennenzulernen. Also wir haben auch oft einige Bewerberinnen gehabt, die haben nicht einmal die Webseite angeschaut vom Institut. Und das war sehr, sehr häufig. Also das ist sozusagen, dass man sich das Institut anschaut oder die Firma und vor allem den Fachbereich, wer arbeitet dort, welche Themen gibt es, um das gleich immer einfließen zu lassen, weil die Fragen bekommen immer. Und da waren wirklich, das ist meiner Meinung nach, waren da viele Leute immer am überraschtesten, was mich dann wieder überrascht hat. Genau. Aber auf das wird halt sehr, sehr viel Wert gelegt, dass man sich damit schon befasst hat. Was natürlich nicht leicht ist teilweise, wenn man 20 Bewerbungen gleichzeitig schreibt, aber wenn man zum Gespräch eingeladen wird, würde ich das auf jeden Fall noch einmal alles genau durchscannen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also irgendwie eh logisch, aber anscheinend dann doch nicht so ganz. Ja. Gibt es abschließend sonst noch Dinge, die du im Studium in Soziologie gern noch gelernt hättest? Ja, so mein Arch Enemy ist ein bisschen die englische Sprache. Obwohl ich jetzt eigentlich zu 80% auf Englisch forsche, schreibe, Vorträge halte und auch unterrichte. Und da muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es in den jetzigen Curricula ist, in Soziologie, bei mir gab es eine Lehrveranstaltung auf Englisch. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall zu wenig, weil gerade im Studium kann man das im geschützten Raum irgendwie üben. Und ich bin jetzt in den Forschungsprojekten sehr international unterwegs und damit bemerke ich halt, nicht nur bei mir, sondern auch bei gleichaltrigen Kolleginnen, dass halt einfach nordische Staaten oder auch Slowenien, die können alle extrem gut Englisch, weil man da im Fernsehen auch viel mehr damit aufwächst. Genau, aber das ist das, was ich auf jeden Fall forcieren würde. Also wenn ich jetzt selbst, ich würde mich mehr dazu zwingen, das Angebot hätte es wahrscheinlich eh auch gegeben irgendwie, aber auf jeden Fall nicht verpflichtend und genau, aber das hätte ich auf jeden Fall vermisst. Und ansonsten, was sicher nicht schaden würde, aber da war es jetzt auch nicht wieder Stand der Dinge, ist, dass man vielleicht dann durchaus trotzdem Praktika macht. Also nicht nur Forschungspraktika, also in der Musikwissenschaft habe ich zum Beispiel einen Monat bei einem Radiosender gearbeitet, da hat es verpflichtend einen Monat ein Praktikum gegeben, besser als nichts. Und da finde ich schon, also da hat es mir zum Beispiel, habe ich seitdem gewusst, dass ich für keinen Radiosender arbeiten will. Also immerhin das hat es mir gebracht. Und das ist, glaube ich, schon noch ganz gut, weil man dann ganz kurz und man bekommt für Praktika ja meistens kein oder wenig Geld, aber man bekommt dann immerhin ECTS und muss das nicht irgendwie noch vielleicht nebenbei machen. Wobei ich sagen muss, ich habe in meinem ganzen Leben wahrscheinlich kein einziges Praktikum absolviert, bis auf dieses Pflichtpraktikum. Mhm. Ja, aber ich glaube, es wäre nicht so schlecht. Ja, also es gibt mittlerweile, gibt es eben diese Praxisbegleitung im Bachelor und im Master, wo man, also das ist halt jetzt auch nicht Pflicht, aber wo man sich quasi ein Praktikum im weiteren Bereich der Soziologie sich anrechnen lassen kann. Aber ja, wie gesagt, ist halt auch nicht Pflicht. Ja, danke, das wäre es von meiner Seite. Gibt es von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch Fragen? Ich weiß, es gibt ja hier Interessierte an Journalismus zum Beispiel. Also genau, der Sebastian hat eh geschrieben. Was ich vielleicht sagen will, also bei unserem Institut ist es jetzt so, es gibt ein Bachelorstudium, das heißt gleich wie das Institut Journalismus und Public Relations. Der Gunnar hat ja auch schon die Verquickung angesprochen. Also es gibt natürlich im Public Relations Bereich viel mehr Jobs aktuell. Ich muss sagen, bei uns sind die Studierenden, glaube ich, so Hälfte-Hälfte aufgeteilt. Also die Hälfte will in den Journalismus, die Hälfte in die PR. Und dann gibt es, und da denke ich jetzt vielleicht an den Sebastian, ich weiß jetzt nicht, ob er schon im Master Soziologie ist, aber es gibt einige Masterangebote, die eben auch alle aus dem Bereich Journalismus und Public Relations stammen. Eines davon kann ich sehr ans Herz legen, das ist nämlich das Masterstudium Content Strategy. Aus dem einfachen Grund, weil das einzige Masterstudium ist, das nicht bezahlt werden muss. Also das ist studienplatzfinanziert. Die anderen Masterstudien sind zwar inhaltlich aus meiner Sicht spannend, also es gibt zum Beispiel Medienkompetenz und Digital Literacy. Es gibt Public Communication. Also es ist eben alles sehr
nahe am Journalismus und PR mit so Schwerpunkten. Es gibt visuelle Kommunikation, aber die sind leider alle bezahlte, berufsbegleitende Master. Also das muss man sich halt leisten können. Da zahlt man im pro Semester ca. 2500 Euro, also in Summe doch nicht wenig. Und ja, kann man jetzt... Wahrscheinlich über vier Semester, oder? Es geht... Ich glaube, es gehen fast alle über drei Semester von den bezahlten. Aber es sind dann trotzdem ja, 7.000, 8.000 Euro, muss man auch erst einmal sich finanzieren. Genau. Aber grundsätzlich eben den Bachelor würde, wenn ich jetzt schon Soziologie studiert hätte, nicht unbedingt machen, um ehrlich zu sein. Weil es einerseits, also es bewerben sich 300, 400 Leute für 40 Studienplätze, also es ist sehr, sehr schwer reinzukommen. Und meiner Erfahrung nach werden eher oder meistens Leute genommen, die frisch von der Matura sind. Okay. Genau. Weil es eben dann auch die Masterangebote gibt. Ja. Aber ich, tatsächlich würde ich eher dann schauen, es muss ja nicht auf der FH in Graz sein, es gibt in Wien Publizistik, in Klagenfurt Publizistik. Ich würde tatsächlich dann eher schauen, wenn es eh auch schon Erfahrungen gibt, ehrenamtlich und das Soziologiestudium, wo man ja natürlich eh alles machen kann. Damit würde ich eher auf Master-Ebene schauen. Mhm. Okay, das finde ich für Sebastian auch spannend, der ist ein Bachelor, soweit ich weiß. Ja. Er schreibt gerade noch was. Kann sich auch gerne mit Mikrofon melden. Okay, vielen Dank. Ja, gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Ja, jetzt wäre noch eine letzte Möglichkeit für Fragen. Jetzt keine mehr. Ja, Susanne, dann würde ich mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken. Es war wirklich interessant und du hast das auch alles so offen erzählt. Also es war super zum Zuhören und ich glaube, wir haben alle viel gelernt, die jetzt da waren oder die sich vielleicht nachher anschauen. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht ergeben sich ja die ein oder andere Bekanntschaft im Nachhinein. Danke dir. Ja, ich sage auch danke. Ich bin gespannt, wer genau der Stefan ist und würde es sehr, sehr lustig finden, wenn sich da tatsächlich was ergibt. Das wäre wirklich lustig, ja. Ja, und schön, dass es diese Veranstaltung gibt, muss ich auch sagen. Also sowas hätte ich mir natürlich vor 10 Jahren auch gewünscht. Ja, das freut uns ja. Also ich finde auch, dass es einfach sehr wichtig ist, weil man einfach sieht, wie breit nachher das Berufsfeld ist mit Soziologie. Also es sind alle ganz unterschiedlich, die da sind. Gewisse Dinge decken sich dann in den Ansichten, aber es ist doch jedes Mal ganz was anderes irgendwie.